gehört, dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Die meisten Fritz jagen mir eine scheiß Axt. Hey, Myrna. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nicht... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Dies und das. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Nimm sie ruhig. Aha. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Kleiner Rat, sag nie, dass deine Mutter ein Zünd ist, sei denn... Ich hab gehört, dass du verdammt viele Fragen hast. Für einen Beziehungsmann. Das mag ich an dir, Wallinger. Du weißt, was du bist. Und du versuchst gar nicht, etwas anderes als hilfreich zu sein. Nicht wie die Leute da unten. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine an... Daumen in der Stadt zu leben liegt. Vadim, ich muss mit dir... Augenblick noch, Jeffy. Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an, da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detective Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. Naja, du siehst jedenfalls so aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Heute nicht. Bist du sicher? Na gut. Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei.
Doc. Das ist hoffentlich ein Notfall. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. Wie dem auch sei, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Du glaubst doch nicht im Ernst. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier, na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. Wo kommt das ganze Blut her? Es führt direkt in den Keller. Schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich habe vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder? Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, das Institut hätte ihn entführt. Warum sollten die Leute glauben, das Institut hätte Earl Sterling entführt? Das machen die doch. Das haben die immer schon gemacht. Ohne eine Leiche gibt es nur Vermutungen. Und darum muss Earls Leiche weg. Das hast du also getan. Earls Körper aufgeschlitzt. Man kann einfach keinen 200-Pfund-Kadaver loswerden, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Glück ist die Metzgerei nicht weit weg. Wenn dort jede Woche eine Kiste Gammelfleisch mehr im Müll landet, wer würde sich die Mühe machen, genauer hinzusehen? Glaubst du wirklich, du kommst damit durch? Damit durchkommen? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Doc Crocker. Doc Crocker macht keine Fehler. Und wenn das alles hier vorbei ist, wird es auch keinen Grund geben, das zu bezweifeln. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich krieg alles hin. Was ist hier los? Ist das Dr. Crocker? Hatten Sie was Brauchbares dabei? Hey, Doc. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unseren Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Großer Gott.
ich glaube, die Frau... Hier ist jede Spur, denk... Da, ich schau mal, was du hast. Nur fahren! Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Herausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verpfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Yeah! Wenn du schon bereit für was Neues bist, Nick hätte da ein Holoband eingesetzt. Der behauptet.